51.000 Euro Umsatz in 2 Wochen über einen YouTube-Kanal, den du seit 3 Monaten nicht mehr mit neuen Videos bespielt hast. Wie genau das funktioniert, das wollen wir uns heute hier in diesem Video mal anschauen. Ja, neben mir sitzt Miriam Pioch, Steuerberaterin. Aber bevor ich dich vorstelle, sag doch vielleicht noch mal kurz in eigenen Worten, wer bist du und was machst du? Okay, ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Miriam Pioch, ich bin Steuerberaterin und habe mich mit meiner Kanzlei Steuerpreneure eben darauf spezialisiert, für Unternehmer und Selbstständige, die sehr, sehr gut verdienen, dementsprechend auch Steuern zu minimieren und denen eben Lösungen zu gestalten. Ja, alles klar. Wir sind natürlich auch bei dir glückliche Mandanten soweit. Das freut mich sehr. Aber das kommen wir vielleicht im Laufe des Interviews nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ja gut, also Miriam, das Interessante ist ja, du hast einen YouTube-Kanal aufgebaut und dieser YouTube-Kanal, den hast du ein bisschen stiefmütterlich behandelt in letzter Zeit. So, ja, ich meine, 3 Monate Pause hast du gemacht. Ja. Aber trotzdem bringt er dir ja Kunden. Das ist ja, oder Mandanten, muss man sagen. Ja, richtig. Das ist ja schon interessant. Ja. Aber wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen, gerade so als Steuerberaterin? Ich glaube, ich habe damals schon, das war vor 3 Jahren oder ein bisschen mehr als 3 Jahren, erkannt, dass ich irgendwoher Interessenten auf mich aufmerksam machen muss. Weil wir hatten tatsächlich mal eine Zeit lang richtig Not, gute Interessenten für uns zu gewinnen als Mandanten. Gut in dem Sinne, dass sie auch tatsächlich zu uns gepasst haben. Also, dass sie die Voraussetzungen mitgebracht haben, die wir brauchen können, um eben Steuern zu gestalten. Und nicht nur der kleine Handwerker ums Eck oder die Dönerbude oder so. Da kann man halt oftmals nicht wirklich was machen, weil da einfach die Masse fehlt. Und da haben wir uns damals gefragt, wie kommen wir denn an Leute oder wie können wir die erreichen? Und ich habe ein bisschen Social Media damals gemacht, kostenlose Lives auf Instagram und so weiter und habe gemerkt, oh, ich erreiche tatsächlich nicht meine Zielgruppe so auf die Art und Weise. Und durch YouTube aber wohl, weil YouTube auch damals schon und heute noch viel mehr die Suchmaschine ist für unsere Branche oder für unser Thema. Viel beschäftigte Unternehmer, die keine großen Zeiten auf Social Media verbringen, aber sehr wohl eben abends da sitzen und auf YouTube irgendwelche Suchbegriffe eingeben. Und wenn man dann erscheint, auch als wir noch, keine Ahnung, 25 Abonnenten hatten beispielsweise, gab es trotzdem schon Leute, die so zu uns gefunden haben, weil sie uns eben ja über diese Suchmaschine gefunden hatten, ne? Oh, das ist ja total spannend. Oder will ich direkt über 2 Sachen reden? Das eine, zum Beispiel, ich höre öfter mal, dass Leute sagen, ja, aber Unternehmer oder so, die sind doch gar nicht auf YouTube. Der YouTube ist ja nur irgendwie was für Kids. Ja. Also darüber würde ich gerne reden. Und dann 25 Abonnenten und ihr habt trotzdem schon richtig gute Mandanten bekommen. Und das müssen wir uns auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, gerne. Wann hast du gesagt, hast du angefangen mit YouTube? Das war im Jahr 2020, meine ich. 2020. Da war das auch so, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe versucht, 1-2 Videos alleine zu machen, habe mir eine Kamera gekauft und habe gemerkt, oh, ich kriege das alleine nicht hin. Dann habe ich natürlich pompös da so einen Menschen bestellt, der mit einem Wahnsinns-Equipment zu mir ins Büro gekommen ist und wir monatlich so 1 oder 2 Drehtage gemacht haben. Ich war aber zu dem Zeitpunkt auch schon schwanger, mir ging es richtig schlecht in der Schwangerschaft und ich musste dann immer überlegen, in dem Moment, oh Gott, was mache ich denn, der Typ kommt heute. Was sage ich denn jetzt? Welche Videos mache ich denn überhaupt? Und dann habe ich halt da irgendwas rausgeknallt. Aber die gibt es noch heute, diese Videos. Und auch wenn die jetzt nach eurer Struktur nicht so optimal abschneiden, ja, aber auch diese suboptimalen Videos haben uns über die Jahre auch unsere Mandanten gebracht, weil das einfach Vertrauen aufgebaut hat. Ja, total interessant. Und deine Zielgruppe, du hast es ja anfangs schon gesagt, also das ist jetzt nicht so die Dönerbude von nebenan, sondern das sind dann eher Unternehmer, die halt schon auch wirklich gute Umsätze machen. Ja. Also wahrscheinlich gerne auch im 7-stelligen Bereich so im Jahr. Ja, also bei uns kommt es natürlich immer eher auf den Gewinn an und nicht auf den Umsatz. Guter Aber wenn wir eben mehrfach 6-stellige Gewinne bei den Leuten haben, damit können wir richtig gut was anfangen. Ja? Damit kann man richtig gut optimieren. Okay, also das heißt, das sind dann auch wirklich so Leute, die man als echte Unternehmer bezeichnen würde. Ja, genau. Also in der Regel haben die ein kleines Team oder ein mittelgroßes Team. Mhm. Manche sind auch solo-selbstständig und machen richtig gute Umsätze. Das sind dann natürlich so mehr Spezialisten halt. Ne? Ja. Denen können wir auch weiterhelfen in vielen Fällen. Und das sind alles Leute, die ja scheinbar so mal zwischendurch in der Mittagspause oder in einer Phase, wo sie ein bisschen Ablenkung brauchen gerade oder abends vielleicht, wenn sie auf der Couch sitzen und
der Ehepartner nebendran irgendwas im Fernsehen schaut, was sie nicht interessiert oder so, wo sie dann eben auf YouTube abhängen und so ein paar Inhalte sich anschauen. Ja. Ja. Und das wie eine Bibliothek betrachten, weil man muss fairerweise sagen, es gibt buchtechnisch oder auch blogtechnisch jetzt nicht so die Riesenauswahl, gerade in diesem Bereich. Es gibt natürlich mehrere Seminaranbieter oder selbsternannte Steuercoaches, die jetzt vermehrt in den letzten 2-3 Jahren Inhalte rausgebracht haben, aber auch das findet halt vielfach auf YouTube statt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist YouTube auch so ein Medium geworden, wo die Leute einfach wissen, da finden sie halt was aktuell. Ja. Ja, definitiv. Also da hast du dich ja ziemlich geschickt angestellt. Also das heißt, einmal geschaut so, okay, da, wo meine Konkurrenz im Prinzip nicht auftaucht, so genau da muss ich ja eigentlich hingehen. Ja, doch, die sind schon auch dort. Die aber sind aber nicht viele, dort. Richtig? Nicht so viele, nee. Also ich wüsste jetzt eine Handvoll, also wirklich nicht mehr als eine Handvoll aus dem Kopf raus. Es gibt so 2, 3, die haben wirklich massiv in Werbung investiert, massiv in ihr Marketing investiert, die gesagt haben, ich möchte Dinge anders machen als da, wo ich vielleicht ursprünglich als Steuerberater aufgewachsen bin in dem Umfeld. Und davon, ehrlich gesagt, profitieren wir, weil die haben wirklich viele Abonnenten auf YouTube und dort gehen die Leute theoretisch wahrscheinlich auch extra hin mit dem Hintergrund, diese Personen aufzusuchen. Aber wenn sie dann eben ins Suchfeld das und das eingeben oder wenn wir in der Discovery erscheinen mit unseren Themen, die da entsprechend matchen dazu, dann haben wir natürlich auch als kleinen Kanal sehr, sehr gute Resonanz und sehr gute Interessenten darüber, die wir gewinnen. Ja. Offensichtlich. Und also das ist halt einfach so wichtig, dass man einfach früh anfängt. Also dann, wenn andere gerade noch so am Zögern sind. Ja. So, dass man dann sagt, okay, ich probiere jetzt einfach diese neue Chance aus, weil ich sehe da Potenzial am Markt. Und ich finde, das hast du ja ziemlich gut ausgenutzt. 2020 war auch noch nicht so viel los. Nee, und man muss auch fairerweise sagen, es dauert ja, finde ich, schon seine Zeit, auch wenn man das vielleicht im Vorfeld auch trainieren kann. Aber ich habe YouTube-Videos gemacht, wo ich nicht sicher aufgetreten bin. Ja. Wo ich nicht super perfekt performt habe und vielleicht auch nicht das Vertrauen mitgegeben habe, wie ich es heute in den Videos mitgebe. Ja. Aber irgendwie muss man sich ja entwickeln und man muss es halt tun, ne? Und anfangen und loslegen. Und auch wenn es sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt, weil man vielleicht noch nicht die Perfektion, die man sich selber wünscht, erreicht hat, finde ich, ist es doch der einzige Weg, ne? Wie es geht. Oh, ich stimme dir da komplett zu. Also es gibt natürlich so die ein oder andere Abkürzung, dass man sich halt manche Fehler spart am Anfang. Das stimmt. Aber so grundsätzlich ja. Also wenn man einfach mal seine ersten 20, 30 oder sogar 50 Videos gemacht hat. Ich kenne keinen, der zurückschaut und sagt, hey, mein erstes Video war genauso gut wie jetzt. Und ich erinnere mich dran, wenn ich Videos bei euch reingegeben habe, also wenn die schon abgedreht waren und ich gebe sie rein zum Feedbacken, dann sagst du so oft, hast du irgendwas auszusetzen. Aber das Video muss trotzdem hochgeladen werden. Hm. Es ist nicht so, dass es neu gedreht wird, sondern nein, du bist auch jemand, der sagt, hey, lass es raus, ne? Geh damit raus, mach es, auch wenn es nicht 100% perfekt ist, auch wenn du diesen einen Satz gesagt hast, den du nicht sagen sollst oder so, egal, hau raus, ne? Ja, unbedingt, unbedingt. Die Videos müssen hochgeladen werden. Und, also, du hast ja gemeint, 25 Abonnenten hattest du und dann kamen schon die ersten Mandanten. Und gerade, das ist ja so krass. Genau kann ich das nicht mehr messen, weil das war natürlich so eine kleine Steigerung. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt seit 3 Monaten nicht mehr drauf geguckt. Ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten ich habe. Kann ich gar nicht sagen. Ja, aber also warum ich das anspreche, ist einfach nochmal, um das zu unterstreichen. Also tatsächlich, selbst wenn man nicht perfekt ist von Anfang an vor Kamera, selbst wenn man sich da nicht so ganz sicher fühlt, wenn man nicht so, das einfach so ausstrahlen kann, wie du es jetzt kannst. Mhm. Selbst das überzeugt einfach schon Leute. Ja, weil es natürlich ja eine Art und Weise ist, wie man sich über einen informieren kann. Ja. Weil was für Möglichkeiten habe ich denn? Ich kann jemanden auf den Social Media anschauen, was hat der da so für Inhalte? Ich sehe die Website, ich sehe vielleicht einen oder anderen Presseartikel. Und trotzdem brauche ich ja irgendwie, bevor ich mich vielleicht dafür entscheide, überhaupt mich bei jemandem zu melden und Zeit zu investieren für beispielsweise ein Kennenlerngespräch oder sowas, brauche ich ja vorab vielleicht mal schon ein Gefühl, wie ist derjenige. Weil wenn ich mehrere zur Auswahl habe und soll mich dann für einen entscheiden, dann muss ich ja irgendwie was haben, wo ich denjenigen schon erfahre.
Und dafür ist doch ein YouTube-Video super, weil erstens dauert es nicht so lang. Ich muss kein ganzes Webinar besuchen für 1,5 Stunden. Ja. Ich bin da nicht in irgendwelchen Funnels drin, bin ich nicht. Ne? Also YouTube hat keine Funnels an sich, wo hinten raus folgen. Ich muss niemanden groß stalken in Stories wie viele Tage lang. Und ich habe trotzdem halt in 10, 15 Minuten einen sehr guten Eindruck gewonnen, wie diese Person vielleicht tickt oder ob ich halt eine Connection zu dieser Person finde oder nicht. Ja, ja. Das ist echt ein wichtiger Punkt. Also wenn ich dich richtig verstehe, also YouTube ist halt einfach in deinen Augen nochmal so ein gutes Medium, um einen Dienstleister kennenzulernen. Wahrscheinlich gerade jetzt im Bereich immaterielle Dienstleistungen, so Beratung oder vielleicht Agenturdienstleistungen, sowas in der Richtung, ja, dass ich da einfach die Person kennenlerne. Weil da kaufe ich ja nicht einfach eine Tasse oder sowas. Ja, genau. So eine Tasse braucht keiner erklären, sondern ich kaufe die Person mit, weil ich ja mit ihr arbeite. Ja. Und guck mal, durchschnittlich sind Leute 11 Jahre bei demselben Steuerberater, laut Statistik. Und ich muss doch wissen vorher, auf wen lasse ich mich denn da ein? Ja. Und es gibt so viele Unglückliche oder so viele Leute, die sich Vorwürfe machen, weil sie falsche Entscheidungen diesbezüglich getroffen haben, aber sich auch nicht trauen, da wieder rauszugehen, weil sie denken, oh, das ist ja so viel Aufwand, wieder einen Wechsel zu vollziehen und so weiter. Ich finde, es ist schon sehr wichtig, wenn man eine Geschäftsbeziehungen mit jemandem eingehen möchte, denjenigen auch erfahren zu können. Ja. In dem Moment. Ja. Und gerade in Bezug auf Steuerberater, also wir zum Beispiel, wir sind ja dann irgendwann im Laufe der Zeit zu dir gewechselt. Ja. Also und beste Entscheidung. Aber davor wussten wir ja gar nicht, wie gut so eine Steuerberatung sein kann. Also wie gut der Support sein kann. Ja. Also ich habe das für normal gehalten, dass man halt dann irgendwie so lange E-Mails schreibt, die irgendwie oder bekommt, die halt dann irgendwie unverständlich sind, dass man dann immer so Tage wartet, bis eine Antwort zurückkommt. Aber das muss ja gar nicht so sein. Naja, es definieren sich halt viele Steuerberater über diese gutachterlichen E-Mails, weil sie halt denken, damit liefern sie viel, was der Mandant dann wiederum ja auch bezahlen soll und damit zeigen sie ihre Arbeit. Ja, dass wir eigentlich eine sehr, sehr große Beziehungsarbeit leisten und dass vielleicht der Mandant aber auch gar nicht das jetzt braucht, diese lange Litanei, sondern vielleicht einen kurzen Satz per WhatsApp, mach dies, mach das oder ich rate dir zu dem oder ja, so kannst du es machen, nein, so kannst du es nicht machen, dass damit den Leuten im Alltag vielleicht besser geholfen ist, das ist noch nicht so zu jedem durchgedrungen, ne? Weil das eben auch... weil viele das auch so nicht gelernt haben natürlich. Ne? Ja, ja genau. Und also ich meine, wir haben uns ja, glaube ich, erstmal im echten Leben kennengelernt, bevor wir dann zu dir gewechselt sind. Ja, ja. Aber also YouTube ist ja dann so eine Art Ersatz für das Kennenlernen im echten Leben. Also ja, man kriegt ja dann trotzdem da schon den Einblick. Ja. Ja. Also wenn ich damals deine YouTube-Videos schon gesehen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich eher gewechselt. Damals. Aber ich muss auch sagen, die letzten 5, die wir zusammen gemacht haben, sind mit Abstand natürlich die besten. Muss man auch ganz klar sagen. Oh, sehr gut, dann kommen wir doch vielleicht direkt zur nächsten Frage. Also wir haben uns ja jetzt schon angeschaut, so warum du mit YouTube gestartet hast, also einfach um deine Zielgruppe da abzuholen, um ihnen mehr Informationen zu bieten, dass sie dich kennenlernen können, bevor sie in die Geschäftsbeziehung eingehen. Genau, und was es dir eben bringt, also eben auch direkt mehr Mandanten aus genau deiner Zielgruppe. Genau. Aber das lief ja irgendwie schon alles. So, warum hast du dich dann eigentlich für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden? Ja, weil ich doch irgendwo so ein bisschen lost war, was YouTube betrifft. Mhm. Also ich hatte ja erzählt, ich habe am Anfang gedacht, ich brauche jemanden, der zu mir kommt, der das alles mit mir aufnimmt und dann, der hat mir natürlich dann auch die Thumbnails gemacht, den Videoschnitt gemacht und ich war in dem Sinne diszipliniert, dass er ja ein oder zweimal im Monat gekommen ist und ich dann musste. Ja. So. Dann habe ich natürlich spontan ja immer so Themen präsentiert, die mir damals im Kopf rumgeschwitzt sind. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? dann hatte ich ein bisschen Pause, weil da die Geburt meiner Tochter dazwischen kam. Dann hatte ich mir nochmal lokal jemand gesucht, der Videos mit mir aufgenommen hat. Und das war aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich hatte immer, ich war so ein bisschen betriebsblind irgendwie, weil ich immer gedacht habe, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mit euch zusammenzuarbeiten, was auch eine super gute Entscheidung war, weil lustigerweise habe ich seitdem viel Geld gespart. Ich habe zum Beispiel seitdem meine Videos alle wieder selbst aufgenommen, aber diesmal wusste ich, was ich tun muss dafür.
Und ich habe beileibe nicht das perfekte Setup, war auch nicht nötig, ja, es hat auch so funktioniert. Und mit eurer Hilfe konnte ich das eben in ganz, ganz einfachen Schritten tatsächlich umsetzen. Und das Zweite, was mir enorm viel gebracht hat, war eben euer Input oder eure, sagen wir mal, zusammen mit mir so Findungsphase, hey, darüber könnten wir mal ein Video machen, darüber. Und ihr kitzelt mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone in dem Bereich, ja, weil meine Art, Videos zu machen, früher sehr brav war und auch sehr fachlich konzentriert. Und jetzt kommen Themen, die vielleicht ein bisschen mehr entertaining auch sind hier und da oder die einem vielleicht auch so mehr im Kopf rumgehen als Unternehmer. Und dadurch, dass ich bei euch natürlich auch als Unternehmer die Möglichkeit habe zu sagen, hey, was würde euch denn im Kopf rumgehen oder was würde euch denn interessieren? Dann wieder das Feedback zu mir zurückkommt, hey, das, und dann hätte ich selber, wäre ich gar nicht drauf gekommen manchmal, über das Thema ein Video zu machen. Und natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, auf die Art und Weise, wie ich es jetzt mache, das hätte ich nicht gewusst, dass ich das kann, ja, so ein bisschen auf eine gewisse, vielleicht unterhaltsamere Art und Weise, als ich es vorher gemacht habe. Und wenn ihr mich nicht dazu ein bisschen rausgekitzelt hättet, dann würde ich es wahrscheinlich heute noch nicht machen. Ja, das klingt ja fast ein bisschen so, als hätten wir dir geraten, dass du mehr Arbeit musst, also alle deine Videos wieder selber filmst und schneidest und dass du unseriöser wirst. Nein, unseriöser würde ich nicht sagen, sondern einfach, ich versuche ja, das Fachwissen zu verknüpfen mit dem Alltag irgendwie. Ja, Und das so zu formulieren, dass auch jemand als Unternehmer was damit anfangen kann. Also vom Sprachlichen her jetzt. Weil natürlich findest du auf YouTube auch Steuerberater-Videos, die dir in gähnender Langeweile irgendwelche Dinge vorstellen und du nach, 20 Sekunden als Unternehmer schon in den Schlaf fällst. Und das ist zwar vielleicht manchmal ganz praktisch, aber andererseits wollen die ja in der Regel auch was erfahren. Und dementsprechend versuche ich das eben zu verknüpfen. Ja? Oder auch so ein bisschen progressiver zu sein, mal Thesen aufzustellen, Behauptungen aufzustellen oder was heißt Behauptungen, mich rauszuwagen mit meiner Meinung auch. Mhm. Ja? Wo ich vorher vielleicht eher so ein bisschen vorsichtiger war, wo ich aber gemerkt habe, hey, die Leute interessiert das, weil das ist meine Persönlichkeit. Und die Leute wollen ja nicht einen Fachkurs für ein bestimmtes Thema auf YouTube sich angucken, weil das können sie vielleicht auch, können sie ein Buch für kaufen, sondern sie möchten einen Menschen kennenlernen. Und das versuche ich tatsächlich zu transportieren in den Videos. Was bin ich denn für ein Mensch? Und du, lieber Zuschauer, passt du zu mir jetzt als Mandant? Ja. Fein. Oder fühlst du dich tatsächlich von mir abgestoßen? Auch fein, weil super, dann brauche ich meine Zeit nicht zu investieren, um mit dir in ein kostenloses Strategiegespräch zu gehen, nur um festzustellen, dass es überhaupt nicht matcht. Ja. Total interessant, was du sagst, Miriam. Und da war auch so ein Goldnugget versteckt. Und zwar, manche Leute haben ja auch so die Vorstellung, sie müssten halt jetzt, um vielleicht ihre Expertise zu demonstrieren, wirklich so richtig tief in ihr Fachthema reingehen und das dem Zuschauer so richtig zeigen. So, guck mal, diese Paragraphen sagen dies und das. Mhm. Aber eigentlich, die Zuschauer, die interessieren sich da nicht dafür. So. Ja, genau. Ich will ja auch keinen Content machen für andere Steuerberater, die was mit den Paragraphen anfangen können. Ja, richtig, genau. Also mein Zuhause sind ja so Paragraph 20 bis 22 Umwandlungssteuergesetz hauptsächlich. Und aber was hat der Nutzer davon, der sich für mich als Mandant interessiert, der klar, vielleicht würde das noch mehr Vertrauen aufbauen, denn er wüsste, ich kenne mich in den Paragraphen aus, aber davon gehe ich einfach aus. Und ich möchte ja nicht irgendwas sagen, deswegen ist es ja auch im Support bei uns so, wir möchten nicht irgendwas sagen, was aus unserer Sicht zeitfressend ist und unnötig ist für den anderen, ne? Sondern einfach auf den Punkt kommen. Ja, was würdest du denn sagen, waren so die größten Erkenntnisse, die du aus unserer Zusammenarbeit ziehen konntest? Die größten Erkenntnisse waren einerseits, dass man das Thema YouTube sehr professionell angehen kann und gleichzeitig gar nicht so viel den Kopf sich drum machen muss. Das hat mir enorm geholfen, weil ihr habt super tolle Schablonen
für die einzelnen Themen oder für die einzelnen Kategorien an Videos, die man so machen kann. Ihr habt ganz, ganz tolle sachliche Anleitungen und gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Video produziere, arbeite ich nicht vorher diese ganze Anleitung durch, sondern ich habe es mir vorher mal durchgelesen. Ich weiß, auf was es ankommt und das kann ich mir sehr, sehr leicht merken und kann es dementsprechend in dem Video auch verstoffwechseln. Ja. Und dann kommt immer ein sehr individuelles Feedback. Es guckt sich ja scheinbar wirklich jemand das ganze Video an und sagt dann, sag diesen Satz nicht nächstes Mal. So. Oder sag diese Wörter nicht oder sag das und das. Und das ist so eindringlich und so eingängig, dass ich es beim nächsten Mal dann auch tatsächlich umsetzen kann. So, weil ich mir das ja auch sehr, sehr gut merken kann, dann, wenn mir jemand so ein auf den Punkt gebrachtes Feedback gibt. Und dass ich es vor allem auch selbst kann, weil also die Thumbnails haben sich so sehr verbessert seitdem. Mhm. Die Titel haben sich so sehr verbessert und es ist überhaupt kein Hexenwerk. Und ich habe halt immer Hilfe. Ich habe wirklich bei jeder einzelnen Frage, bei jedem einzelnen Bild, was ich reinschicke, habe ich Feedback, habe ich Hilfe, bin nicht allein gelassen. Ich muss nicht anhand von Videos mir irgendwas erarbeiten und bin dann mit dem Ergebnis allein gelassen, sondern ich habe immer das Feedback und das finde ich ganz, ganz toll und ganz wertvoll. Ja, vielen Dank, Miriam. Aber genauso muss es ja auch sein. Ich meine, du willst ja auch besser werden. Ja. Und die Videos sollen ja mehr Leute erreichen. Und es funktioniert ja auch. Wir müssen ja noch auf die Eingangsfrage zurückkommen. So 51.000 Euro in zwei Wochen. So. Ja. Obwohl du drei Monate lang keine Videos hochgeladen hast. Ja. Wie kam es denn dazu? Naja, also ich sitze ja dann mit den Leuten, die sich bei uns über die Website angemeldet haben, die dann auch ein telefonisches Vorgespräch von uns bekommen haben und wir erstmal abgecheckt haben, können wir denen überhaupt helfen, ja oder nein? Wenn ja, dann sitze ich in der Regel mit denen in einem persönlichen, kostenfreien Strategiegespräch. Mhm. Und dann frage ich natürlich, oder sie erzählen mir in der Regel schon selber, ja, ich habe dieses und jenes Video von Ihnen gesehen. Und viele Male werden eben die letzten 5 Videos genannt, die wir zusammen gemacht haben, weil die scheinbar auch irgendwie hängen bleiben. Die Leute haben oft auch andere Videos noch gesehen, aber diese oder eins von diesen 5 ist ihnen in der Regel sehr im Gedächtnis geblieben. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Puzzleteil, weil denen fällt das als erstes ein, wenn sie das sagen. Ne? Warum melden sie sich bei uns? Weil sie dort eben schon mit meiner Persönlichkeit in Kontakt gekommen sind und schon für sich selber erspüren konnten, ist das eine Person, mit der ich weiter oder mit der ich Geschäfte machen möchte oder eben nicht. Ne? Ist die mir sympathisch, geht die mir rein, kann die mir was erklären, kann die mir weiterhelfen, ja oder nein? Und da ist scheinbar so viel Vertrauen im Vorfeld schon aufgebaut. Na gut, man muss fairerweise dazu sagen, unsere Website hat sich verbessert auch. Andere Dinge sind dazugekommen. Aber letztlich, wie gesagt, die Leute sagen immer wieder YouTube. So. Ja. Und dementsprechend komme ich darauf, dass der Umsatz letztlich auf diese Art und Weise weil sie eben im YouTube Suchbegriffe eingegeben haben, meine Videos dazu gesehen haben und deswegen sich bei uns gemeldet haben. Ja, darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig YouTube als Suchmaschine ist. Also für so viele Themen, Gott, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir jetzt einen Artikel über Steuerrecht durchlesen, das ist jetzt furchtbar. Ja, die suchen auch nicht nach Steuerrecht, die suchen nach Steuern sparen. Ja, exakt, sowas, ne? Exakt, so, ganz, so, ganz genau. Oder sie suchen nach, nach Detail-Themen, die sie gerade interessieren. Autos sind ja immer, Autos gehen immer so. Ja. Oder teure Sachen, die man sich so leisten möchte als Unternehmer und nicht sicher ist, darf ich das jetzt, darf ich es nicht. Ja, deswegen machen wir auch in letzter Zeit viel Content über Betriebsausgaben, was kann man nicht. Und so, das sind halt so die Sachen, die einem im Alltag interessieren. Und wenn man die sich mal schnell nachschlagen möchte im YouTube, dann findet man halt unterschiedlichste Videos. Entweder Videos, die kurz und knackig die Frage beantworten oder auch Videos, die, es gibt auch Leute, die innerhalb von 20 Minuten erklären, warum etwas nicht geht. Mhm. Ja, mei, die wollen wir auch nicht angucken eigentlich, weil dass etwas nicht geht, das hätte ich auch in einem Satz sagen können. Mhm. Ja, okay, also halten wir mal fest, YouTube als Suchmaschine, extrem wichtig. Also da entdecken dich Leute, weil sie halt einfach nach Themen suchen, für die sie sich interessieren und dann tauchst du auf. Ja.
Und dann, also gerade die letzten 5 Videos, das waren ja vor allem so Betriebsausgaben, wie du es gerade angesprochen hast, so die interessanten Themen, wo über die halt Unternehmer nachdenken. Ja, genau. Und das Thumbnail hat gesessen, das Gesicht hat gesessen, der Titel hat gesessen, die Suchbegriffe kamen anscheinend vor. Ja. Zack, ja, so haben die uns dann gefunden. Genau. Und dann, ich meine, dann bist du da ja in der Sichtbarkeit, genau bei deiner Zielgruppe. Und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, einfach einen sympathischen und überzeugenden, kompetenten Kameraauftritt zu haben. Ja. Leute können sich ein paar Videos anschauen, sehen deine gute Website und naja, so funktioniert die Customer Journey. Wenn du dir mal überlegst, so viele Leute schauen sich das Video ja gar nicht an, im Vergleich jetzt zu anderen Steuerberatern oder zu anderen großen YouTube-Accounts. Ja. Unser Account ist so klein. Mhm. Aber von den Leuten, die sich das Video anschauen, sind so viele, die sich das anschauen und direkt eintragen für ein Gespräch. Mhm. Also es ist eine sehr hohe Conversion, wenn man so möchte. Ja. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Leute, die schon bei einem sind als Mandant. Wenn die auch immer wieder YouTube-Videos von einem sehen, dann ist das nochmal wie so ein zusätzliches, ja, ich bin da immer noch richtig. Ne? Ja. So eine Bestätigung, dass die Person, der sie sich jetzt anvertraut haben, wo sie jetzt Mandant geworden sind, dass die tatsächlich ja die richtige Person für sie ist, weil die eben genau das macht, was sie sich halt wünschen. Was du ja gerade gesagt hast, ist auch total interessant, also dass du einen sehr, sehr kleinen YouTube-Kanal hast, aber weil der Content so relevant ist für die Zielgruppe, dass sich dann viele Leute eintragen. Ja. Weil da haben ja auch Unternehmer häufig so den Irrglauben, naja, ich müsste ja YouTuber werden, ich brauche ja hunderttausende Klicks oder sowas auf meine Videos, dass da was passiert, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Ja, du kannst ja mal rechnen, wenn 100 Leute das Video anschauen und von den 100 Leuten kennen mich vielleicht 80 noch nicht, dann schauen sich von den 80 vielleicht noch das nächste Video an, dann kennen sie mich schon ein bisschen und dann haben sie vielleicht Lust bekommen, sich bei uns zu melden. Und unser Postfach platzt wirklich. Also die Zeitslots zum Eintragen, die sind, sobald wir neue freigeben, sind die innerhalb von 2 Stunden voll. Und also das funktioniert einfach. Das ist schon eine ziemlich krasse Bilanz. Ja, scheinbar gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich da einzutragen, damit man erinnert wird, wenn neue Zeitslots freigegeben werden. Ach, ja, ja, okay, verstehe. Terminbuchungssystem, ich weiß es nicht. Ja, ja gut, das erklärt natürlich... Anders kann ich mir nicht erklären, weil das wäre ja sonst sehr zufällig. Erklärt jetzt natürlich dann auch, warum du die letzten 3 Monate ein bisschen weniger auf YouTube gemacht hast, weil die Zeitslots halt auch irgendwie voll sind. Ja, ich muss schon sagen, es lag eher an gesundheitlichen Gründen, dass ich nicht so viel gemacht habe. Und ich werde es jetzt natürlich auch, wenn es jetzt besser ist, wieder aufnehmen. Also das sollte jetzt nicht heißen, dass man einmal 5 Videos machen soll und dann die Füße hochlegen in dem Bereich. Ja, das nicht. Ja. Aber es hat mir trotzdem auch gezeigt, hey, diese 5 Videos, auch wenn in dem Moment, wo ich natürlich dieses Video dann hochgeladen habe, die nächsten 2-3 Tage nicht viel passiert ist oder sich nicht viel verändert hat, aber in diesen 3 Monaten, was das für eine Auswirkung hatte. Und da habe ich auch erstmal verstanden, wenn du sagst, jedes Video, was du heute hochlädst, ist ein Verkaufsgespräch forever sozusagen, für eine ganz lange Zeit. Und das lohnt sich und zahlt sich für eine ganz lange Zeit aus. Und das fand ich eine sehr schöne Demo eigentlich, dass deine Aussage einfach richtig war in dem Punkt. Ja. Ne, und dass man das auf diese ungewollte Art und Weise, dass wir das so überprüfen konnten. Ja, ist echt ein guter Punkt. Also zum Beispiel, wenn dieses Video hier jetzt ein Zuschauer irgendwann sieht, dann haben wir das ja schon aufgenommen. Vielleicht sind wir gerade irgendwo Kaffee trinken oder sowas und arbeiten gar nicht. Genau, ja. Aber das Video arbeitet ja trotzdem für uns weiter, die ganze Zeit über Monate und Jahre. Genau. Auch faszinierend auf YouTube, diese Entdeckbarkeit. Also das ist ja wirklich langfristig. Da werden ja Videos vorgeschlagen, nicht nur von heute oder von morgen, sondern die vor Monaten hochgeladen wurden und wirklich auch vor Jahren. Mhm. Also das heißt, diese Videos, die du da gemacht hast, da wirst du in 3-4 Jahren werden die immer noch Kunden bringen. Und das ist schon, das ist schon richtig cool. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir in 3-4 Jahren stehen. Ja, Miriam, was würdest du denn sagen, wem würdest du denn empfehlen, mal über YouTube nachzudenken? Tatsächlich würde ich, also
Vielleicht fange ich mal ein bisschen anders an. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, mit dem man vielleicht zusammenarbeiten möchte. Einige bieten so diese kostenfreien Masterclasses an oder kostenfreie Videokurse oder sowas, ne? Und bei meinen Kunden oder bei meinen Mandanten ist es halt in der Regel so, das sind vielbeschäftigte Leute, die haben wenig Zeit. Also überall da, wo ihr Kunden habt, die an sich viel beschäftigt sind und wenig Zeit haben, aber trotzdem irgendwo in der Zeit, die sie haben, und das sind ja oft Tageszeiten, da sind andere nicht erreichbar oder machen ganz was anderes, dass sie sich aber in dem Moment über einen informieren können und so schon mal ein bisschen Kontakt aufbauen können. Also ich würde sagen, jeder, der Kunden hat, die sich über einen informieren wollen, die sich mit einem irgendwie schon vorher beschäftigen wollen, bevor sie ihre knappe Zeit sich entschließen, mal mit jemandem im Gespräch zu gehen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wenn ich jetzt beispielsweise nur Reports oder so von jemandem bekomme auf meinen Schreibtisch und ich kenne die Leute nicht, und es ruft mich dann jemand an und sagt, haben Sie unseren Report bekommen, können wir mal kurz sprechen und so. Dann, ich persönlich hätte jetzt nicht so die Connection da in dem Moment, ne? Ja. Aber wenn ich dann in dem Moment, wo ich Zeit habe, diese Person googeln kann oder auf YouTube finden kann und mich informieren kann und dann auch wieder diese persönliche Beziehung prüfen kann, ob der mir gut reingeht, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und wenn mich dann jemand anruft, dann bin ich natürlich auch viel, dann bin ich ja quasi schon bekannter von dem, so, wenn man so möchte. Ja. Dann ist das viel einfacher. Also jedem, der auf diese Art und Weise Kunden gewinnen möchte, kann ich das empfehlen. Ja, genau. Ja, ja, weil man einfach die Leute wirklich kennenlernt. Wenn ich mir einen Website-Text durchlese oder einen Facebook-Post oder so einen Report, der auf meinem Schreibtisch liegt, dann kann der zwar schön geschrieben sein, aber ich weiß trotzdem nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, wer die Person ist. Genau. Genau. Und im Grunde auch, wenn man theoretisch in der Vergleichbarkeit ist. Mhm. Also natürlich ist jeder anders, aber wer weiß das schon von den Kunden? Ja, richtig. Ne? Und wenn man in der Vergleichbarkeit ist und jemand hat 10 Geschäftspartner zur Auswahl und will sich im Vorfeld über die 10 informieren, dann komme ich mit YouTube immer am besten weg. Ja. Finde ich. Ja, ja, das denke ich auch. Na gut, Miriam, also wenn jetzt sich der ein oder andere Zuschauer denkt, Mensch, diese Dame, diese Steuerberaterin ist sehr sympathisch, wo können denn Zuschauer mehr über dich erfahren? Ja, mehr über mich erfahren natürlich auf unserem YouTube-Kanal Steuerpreneure oder direkt bei uns auf der Website www.steuerpreneure.de. Ja, und falls du auch vorhast, einen YouTube-Kanal aufzubauen, ähnlich wie Miriam das gemacht hat für dein Business, dann kannst du dich gerne bei uns melden auf logicallemon.de. Da kannst du dir gerne einen Termin ausmachen für ein Beratungsgespräch. Und dann schauen wir uns mal an, wie ein YouTube-Kanal für dich aussehen könnte und was das Potenzial für dein Business ist.